Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr über Leben und Tod, er sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, am Beginn des Osternacht begrüße ich euch alle mit großer Freude zur höchsten Feier im Kirchenjahr. Es ist die Auferstehung des Herrn. Menschlich gesehen ist Jesus gescheitert. Sein Tod am Kreuz war die totale Katastrophe. Aber da zeigte sich mitten in dieser Katastrophe, beginnt etwas Neues. Das Scheitern wird zum Beginn eines neuen Lebens. Auch wir können es in unserem Leben immer wieder erfahren, die Mitte der Nacht ist der Anfang des neuen Tages. Wenn wir meinen, wir seien am Ende, es geht nicht mehr weiter, erleben wir, das Licht aufleuchtet. Es ist ein Geheimnis des Glaubens. Mitten im Tod ist das Leben. Wir feiern nun den Sieg Christi über alles Dunkel und über den Tod. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses neue Feuer, das die Nacht erhält, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir weihen jetzt die Osterkerze. Christus ist gestern und heute Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns, Christus, der Herr. Amen.
Lumen Christi, Deo gratia. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias.
Frohlocke dir, Chöre der Engel, frohlocke dir, himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe, Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutterkirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze, töne wie der heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen, die Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die heilige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe die Sieger emporstieg. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat.
O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche. Durch die Hand ihrer Diener. So bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Ostern, das ist der Ausweg aus dem Tod zum Leben. Der Ausweg aus der Finsternis zum Licht. Schauen wir zurück an den Anfang, wie alles Leben begann, und hören wir den Bericht, der uns davon kündet. Wie die Urnacht zum Licht, das Chaos zum Kosmos, wie aus dem Nichts das Leben entsteht. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr, und Finsternis lag über der Urflut. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis.
Und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin, auf die Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildete, und Bäume. Die Früchte tragen mit Samen drin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den Tag, das kleine zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Damit sprach Gott, das Wasser wimmelte von Schwärmen lebendiger Wesen und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, ihr seid fruchtbar und mehret euch, füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend, es wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott, die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren, der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh,
über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Gottes Bild schuf er sie. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die Erde und erwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung, und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet am siebten Tag. Vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Allgütiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust. Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist. Und groß ist die Erlösung, die du uns geschenkt hast durch unseren Herrn Jesus den Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch,
streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenen Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mindestens mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes.
Lasset uns beten. Gott, deine Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Eins hast du Israel durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gebe, dass alle Menschen zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigen Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen die Sünde, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Christus ist siegreich erstanden vom Tod. Er hat uns erlöst aus Sünde, Leid und Tod. Darum stimmen wir, die Erlösten, in dem Sieger voll Freude das österliche Loblied an. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlreichende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesu zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht
und sagte seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Auferstanden. Verstehen Sie das, liebe Schwestern und Brüder in der Ferne, zu Hause und hier in der Kirche in Wittnau? Fürs Verständnis helfen mir zwei Erfahrungen. Die erste Lebenserfahrung ist: Nichts bleibt beim Alten. Kapernaum, oder Kapernaum, wie es auch gesagt wird, ist faszinierend. Die Heimat vieler der Jünger Jesu. Basisstation Jesu, 3 Jahre lang hat er dort wohl im Haus seines Freundes Petrus und seiner Schwiegermutter mitgelebt. Die Evangelien nennen es schlicht und einfach das Haus. Was dort nicht alles passiert ist: Heilungen, Feste, Streitgespräche, intime Gespräche und vielleicht das Wichtigste, Jesus formt dort seine 12er-Kerngemeinschaft. Nach seinem Tod hinterlässt er nichts als ein paar Frauen und diese 12er-Gemeinschaft. Den Kreis, den er in Kapernaum aufgebaut hat. Der Ort habe ich kennengelernt durch das Lesen der Bibel. Faszinierend, bewegend. Und dann war ich als junger Student endlich dort. Es war so etwas wie ein Zurückkehren. Ich brannte vor Erwartung, doch da war kaum mehr etwas. Nur ein leerer Ort. Ernüchternde Enttäuschung zunächst und später eine kleine Einsicht. Die Orte des Lebens Jesu finden wir nicht an den archäologischen Stellen. Der Matthäus sagt, er ist nicht mehr hier, sondern in unserem Leben. Jerusalem ist dort, wo Gelingen und Scheitern von Beziehungen so nahe beieinander liegen. Bethlehem dort, wo Verwandtschaft eintritt und Verwandelndes. Nazareth, wo wir geliebt werden. Jesus lebt auch in deinem Leben ein Kapernaum. Wo baut er um dich herum eine Gemeinschaft? Eine Dienstgemeinschaft? Würden wir doch in der gleichen Ehrfurcht der Massen von Touristen die Orte im Heiligen Land aufsuchen, die heiligen Orte in unserem Leben neu finden
und ehren. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärest allzumal verloren. Die orthodoxe Kirche zeigt die heutige Nacht ganz anders. Da ist Jesus nämlich in der Unterwelt und dort erlebt der erste Mensch und die erste Frau. Jesus ist zu uns hinab gestorben, um uns hinaufzuziehen in ein neues Leben ohne Ende. Nichts bleibt beim Alten. Und die zweite Lebenserfahrung ist, und doch passiert nichts Neues. Denn wenn sie zurückkommen, dann sieht es in der Küche aus, wie es ausgesehen hat, als sie gingen. Die Welt ist in dieser Stunde nicht besser geworden. Aber wir können ja jetzt Jesus, den Auferstandenen in der Welt, suchen. Fragen wir die Jünger, was haben sie mit dem Auferstandenen Jesus erlebt? Mir scheint nichts Neues. Das ist gerade das Besondere an dieser Erfahrung. Alles, was Jesus tut und spricht, das hat er vorher bereits genau so getan und gesprochen. Als die Jünger nach Emmaus gingen, weil sie verzweifelt waren, da haben sie ihn erkannt, als er ihnen das Brot gebrochen hat, wie am hohen Donnerstag. Als die Jünger wieder an den See Genezareth gingen, da war er dort und hatte Fische und Brot bereit zum morgendlichen Frühstück. Mir scheint, alles ist wie gehabt. Das hatten wir doch alles schon einmal. Aber jetzt können wir es mit neuen Augen sehen. Es ist nicht mehr fern passiert, sondern es passiert unter uns und in uns und mit uns. Alles, was Jesus tut und spricht, hat er vorher bereits genauso getan und gesprochen und haben bereits die Propheten gesagt. Sein Tod ist das Ende ohne Fortsetzung. Da kommt nichts mehr. Aber die Jünger sehen, was geschehen ist, neu. Und sie sagen, musste das nicht alles geschehen? Und jetzt? Mit dem Auferstandenen gehen sie ihre Geschichte noch einmal durch und plötzlich ist eine Geschichte mit einem Ziel und nicht mit einem Desaster. Sie sehen einen roten Faden, auch im Leiden, auch im Sterben. Die Erfahrung von Auferstehen machen wir nicht dann, wenn sich in Leid und Dunkel das Schicksal doch nochmals dreht, das Happy End doch noch kommt, sondern wenn alles Geschehene auf einmal als Ganzes einen Sinn macht und angenommen werden kann. Und dann ist nicht mehr das mein höchster Wunsch, dass ich von Krankheit genese, sondern in der Krankheit einen Sinn sehe. Es muss sich nichts ändern. Es muss nichts Neues passieren, um zu erfahren, er ist auferstanden, wir auferstehen mit ihm. Auch und gerade in Corona-Zeiten warten wir nicht, dass sich noch alles zum Guten wendet. Es ist schon gut so, wenn wir mit geläuteten Augen nach Hause kehren und die Welt
in neuem Lichte, im Lichte der Auferstehung sehen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Die Osternacht war die Feier, in der in den ersten Jahrhunderten die Taufe gespendet wurde. Durch die Taufe haben wir Anteil am Tod und an der Auferstehung des Herrn. Darum weihen wir in dieser Nacht das Taufwasser und das Osterwasser. Wir erinnern uns an unsere eigene Taufe, erbitten die Fürsprache aller Heiligen und bekennen unseren Glauben. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heilige Michael, Heiliger Gabriel, bitte für uns. Heiliger Raphael, bitte für uns. Ihr heiligen Engel Gottes, bitte für uns. Heiliger Abraham, bitte für uns. Heiliger Mose, bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Ihr heiligen drei Könige, Heiliger Apostel Petrus, Heiliger Apostel Paulus, Heiliger Jakobus, Heilige Maria Magdalena, Heiliger Stephanus und Heilige Agnes. Bittet für uns. Heiliger Augustinus, Heiliger Athanasius, Heiliger Nikolaus, Heiliger Martin, Heiliger Georg. Bitte für uns. Heiliger Benedikt, Heiliger Dominikus, Heiliger Franziskus, Heilige Clara, Heilige Theresia von Avila, Heiliger Ignatius. Bittet für uns. Heiliger Bruder Klaus, Heiligenmäßige Dorothea, Heiliger Gallus, Heiliger Ottmar, Heilige Viborada, alle Heiligen Gottes, bittet für uns. Ewiger Gott, deine unsichtbare Macht bewirkt das Heil der Menschen durch sichtbaren Zeichen. Du hast das Wasser dazu erwählt, dass es Hinweise auf die Taufe. Schon im Anfang der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser. Selbst die Sintflut war ein Zeichen der Taufe, denn das Wasser brachte der Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang. Als die Kinder Abrahams trockenen Fußes das Rote Meer durchschritten, da waren sie ein Bild deiner Gläubigen, die durch die Taufe aus der Knechtschaft des Bösen befreit sind. Allmächtiger Gott, öffne deiner Kirche den Brunnen der Taufe. Dieses Wasser empfange die Gnade vom Heiligen Geiste, damit der Mensch gereinigt wird von der Schuld und aufersteht zum ewigen Leben. Durch deinen Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind,
mit Christus auferstehen zum Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern, wir alle sind einst durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Nach den 40 Tagen der Fastenzeit, in denen wir uns auf Ostern vorbereitet haben, wollen wir darum das Taufversprechen erneuern, mit dem wir einst den Satan abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm, unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen. Deshalb frage ich euch, widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, unseren Herrn, der zum neuen Leben auferstand? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, der wirkte für die Erneuerung der Kirche in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Vergebung der Sünden, in der Auferstehung der Toten und das ewige Leben bringt? Ich glaube. In dieser Nacht, in der unser Herr vom Tode zum Leben entstanden ist, beten wir für alle, die voll Sehnsucht auf Erlösung warten. In dieser Nacht, in der unser Herr vom Tod zum Leben erstanden ist, beten wir für alle, die voll Sehnsucht auf Erlösung warten. Wir beten für unsere Schwestern und Brüder, die am Coronavirus leiden und krank geworden sind. Schenke ihnen Besserung und Heilung. Christus, unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für uns selbst, dass wir vom österlichen Licht und Freude ergriffen werden und so dankbar sind für unsere Erlösung. Christus, unser Leben.
Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die in diesen Tagen in den Medien mitfeiern. Stärke sie in ihrem Glauben und lass sie deine Gegenwart in besonderer Weise erfahren. Christus, unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kinder und Jugendliche, die bald die Taufe, die Erstkommunion oder Firmung empfangen, lass sie im Glauben wachsen. Christus, unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die besorgt, einsam und traurig sind. Lass alle Geborgenheit erfahren bei ihren Mitmenschen und erfülle sie mit deinem Heiligen Geist, des Trostes und der Freude. Christus, unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen. Unser Herr, schenke ihnen die österliche Freude. Christus, unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, deinen Sohn hast du aus dem Tod erweckt. Auf ihn richtet sich unsere Hoffnung. Und mit ihm preisen wir dich in dieser Zeit und in Ewigkeit. Amen. Schenkst uns den Wein, die Frucht des Wohlstands und der Schönheit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit es uns das Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit. Beter Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Hand. Zum Lob.
Herr unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat und zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und gerecht. In Wahrheit ist es würdig und gerecht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, durch ihn, der du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinem Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden, in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unserem Papst Franziskus, unseren Bischof Markus, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone und alle Kinder, Frauen und Männer, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, dereinst zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es darum, beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit dem Wort Shalom, Friede sei mit euch, begrüßte der auferstandene Herr die verängstigten Jünger. Friede, das ist das Ostergeschenk des Herrn an die Erlösten. Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei an diesem Osterfest und alle Zeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr, Halleluja. Wir sind befreit von Sünde und Schuld, so lasst uns Festmahl halten in Freude, Halleluja. Seht das Lamm Gottes, das Hinweg nimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die heutige Kollekte wird für Christen im Heiligen Land aufgenommen. Die gesammelten Mittel kommen vollumfänglich lokalen kirchlichen Gemeinschaften oder Institutionen verschiedenen Riten in den Ursprungsländern des Christentums zugute. Herzlichen Dank für eure Gaben. Morgen 10.30 Uhr Osterhochamt und 17.30 Uhr Rosenkranz. Montag, 5.4., 10.30 Uhr, Osterhochamt, Ostermontag. Ich freue mich, dass ihr mit mir zusammen die Auferstehung Jesu Christi gefeiert habt. Besonders danke ich Alexander Rebholz und dem Organisten Andreas für die festliche Musik und das Singen des Osterlobes in dieser Osternacht. Ich danke auch dem Tourenverein Wittnau für das Klappern an den Karttagen. Sie haben Zeit genommen und für sich engagiert. Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die mitgewirkt haben. Ebenso danke ich auch dem Messmer-Team und allen, die die Kirche so schön vorbereitet und geschmückt haben und all den liturgischen Diensten. Wir geben allen einen Applaus. Wir wollen nun die Osterspeisen segnen. Hier in der Kirche und zu Hause. So spreche ich nun den Segen über alle Speisen und wünsche euch ein frohes Ostermahl im Kreise der Familie. Alle Augen warten auf dich, o Herr. Du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. Christus ist unser Lamm, Halleluja. Lasset uns beten. Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns an deinen Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. Segne die Eier, die Brote und alles, was wir haben, und sei auch beim österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in geschwisterlicher Liebe und in der österlichen Freude, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.
Nach der Messe verkaufen die Ministranten hinten in der Kirche und im Jakobihus die Heim-Osterkerzen mit Wachsblättchen, kostet 12 Franken. Der Herr sei mit euch. In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat durch das Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ite missa est, Halleluja, Halleluja. Ich wünsche euch allen einen gesegneten und frohes Osterfest.